Jetzt geht's los. Viel Spaß bei Flensstown TV mit B3, die Praxis. Beraten, begleiten, behandeln. Wir haben den Strand gegen unser altbewährtes, gekühltes B3-Studio eingetauscht. Ihr schaut Flensstown TV, ich bin Max und das sind unsere Themen. Heute bei Flensstown TV, die Kleinen ganz groß beim Ostseeman Kids. Kickfit, Thilo Heinemann und seine Fußballjungs. Und wie schlau ist Itzehoe? Wir haben uns umgehört. Jetzt bei Flensstown TV. So, wie ihr gesehen habt, erwartet euch heute eine ziemlich sportliche Sendung bei uns bei Flensstown TV. Vielleicht kennt der ein oder andere von euch ja auch den Ostseeman in Glücksburg. Das ist ein ziemlich heftiges Event und ich bin auch dieses Jahr wieder gespannt, was die Athleten dort durchmachen werden. Was nicht so viele von euch wissen könnten vielleicht, ist, dass einen Tag vorher die Ostsee Kids dran sind. Wir fanden das ziemlich interessant und wollten mal sehen, wer von den Kids vielleicht mal Germany's Next Ostseeman wird. Viel Spaß. So, ich stehe jetzt hier in Glücksburg beim Ostseeman Kid 2013 und wir gucken mal heute, was die Kleinen so drauf haben. So, mit wem bin ich denn hier gerade? Hanna Bahn. Und? Helena Gleis. Und ihr wart beide beim Ostseeman Kids dabei? Ja. Platzierung, wisst ihr ungefähr? Das zweite Mädchen. Und du? Weiß ich nicht. Weiß nicht. Aber zufrieden mit deiner Position? Ja, ich hätte noch ein bisschen schneller laufen können, aber ja, es ging dann halt nicht mehr. Keine Schuhe angezogen? Doch. Doch, die Schuhe? Da war ziemlich viel Sand drin, deswegen konnte ich nicht mehr so richtig laufen. Das war eklig. Am Anfang war es ja auch ein bisschen Laufen im Wasser, ne? Gar kein Schwimmen, ne? Ja, das war blöd, weil da haben ganz viele so rumgedrängelt und rumgeschubst. Das war ein bisschen blöd, also ganz viele rumgeschubst, aber es ging. Ich habe jetzt komplett vergessen, was für eine Altersgruppe wart ihr denn? Ich bin 2002 geboren. Ich auch. Also beide zusammen geschwommen? Ja. Und auch ab und zu mal auf der Rennstrecke oder so gesehen, von weit weg? Ja, also ich habe sie beim Hinlaufen gesehen. Ich sie beim Zurücklaufen. Und ein gutes Gefühl, ins Ziel reinzulaufen? Ja. Ja. Erlösend. So, ich stehe jetzt hier mit einem Teilnehmer vom Ostseeman Kids 2013. Wie heißt du? Janus. Was in Jahrgang bist du? 19. Und du bist jetzt hier alles mitgemacht, ne? Vom Schwimmen bis zum Laufen. War es anstrengend? Naja, also das Schwimmen ging noch, aber das Laufen am Schluss war dann schon ein bisschen anstrengender. Und viel doller trainieren dieses Jahr? Also eigentlich trainiere ich generell nicht. Ach so, tust du nicht? Gar keine Vorbereitung dieses Jahr gehabt? Nee. Und dann vielleicht dieses Jahr ein bisschen, dass du nächstes Jahr dann Erster wirst? Vielleicht. Wow, die Kleinen haben auch schon ganz schön was drauf. Und wo ich mir das jetzt so angeguckt habe, ich selber richtig Lust bekommen, ins Wasser zu gehen. Ja, ich würde sagen, Respekt an all die Athleten, die das Ding da durchgezogen haben. Ich glaube, ich hätte es jetzt nicht so ohne weiteres überstanden und könnte nicht so locker flockig hier im B3-Studio jetzt rumstehen. Was ich mir allerdings sehr gut vorstellen könnte, wäre ein Besuch in der Soccer-Arena in Flensburg, gleich neben dem Sumsum. Hier ist nämlich auch regelmäßig Thilo Heinemann zu Gast, der seine Jungs von dem Projekt Kickfit trainiert. Was es damit auf sich hat, das wollten wir herausfinden und haben unseren Karl dahin geschickt, der sich dort als Torwart versucht hat.
So, ich stehe jetzt hier mit Thilo Heinemann, Projektleiter von KickFit. Was kannst du mir darüber erzählen? Also KickFit ist meine eigene Firma. Ich bin Individualtrainer, Spezialgebiet Fußball. Bin selber mal Profi gewesen, habe in Leipzig gespielt, bin seit über einem Jahr Flensburger. Ja, war Trainer bei 08 in der A-Jugend und bin hier im Sumsum und habe hier die Möglichkeit, einmal die Woche Individualtraining anzubieten. Im Fußball natürlich, Spezialgebiet Taktik und Techniktraining. Und habe auch ein paar gute Jungs von der Straße, weil ich hatte die Möglichkeit, in München ein Straßenfußballprojekt zu begleiten, was ich auch ganz gerne hier in Flensburg integrieren möchte. Da gibt es beim Runden Tisch in Flensburg für Integration schon Projektvorstellungen. Und die Jungs von der Eiszeit, die sind ja eigentlich immer mit dabei und zeigen, was sie drauf haben. So, ich sitze jetzt hier mit den KickFit-Jungs. Ich habe einmal Philipp, Chris, Kim Janek und Fabian. Und ich würde jetzt einfach mal drauf losfragen, wie kamst du dazu, bei KickFit anzufangen? Also es kam dadurch, dass wir hier Thilo im Stadion getroffen haben, als wir da ein bisschen gebolzt haben. Er hat uns angesprochen und gefragt, ob wir da nicht mitmachen wollten. Und wir sagten, ja, als Mannschaft könnten wir gut mal mitmachen. Und so jetzt ganz, wo Thilo jetzt gerade nicht hier ist, kann man mal nachfragen, hat es denn schon mal etwas gebracht? Also ja, wir sind auf jeden Fall schon ein bisschen besser geworden, finde ich. Von Turnier zu Turnier haben wir uns auch verbessert und das auch mit guter Hilfe von Thilo. Wie ich das jetzt verstanden habe, ist es ja nicht nur unbedingt ein sportliches Projekt, sondern auch ein sehr soziales Projekt. Habe ich das richtig verstanden? Das ist vollkommen richtig, weil ich einen ganzheitlichen Ansatz habe. Also Fußball ist die eine Geschichte, aber es geht auch darum, die Jungs halt stark zu machen. Das heißt also auch mal zu gucken, mit was für Problemen kommt die her, was ist so im Hintergrund, was läuft im Hintergrund, was ist mit Ernährung, was ist mit soziale Kompetenz, all diese Geschichten und natürlich Persönlichkeitsentwicklung letztendlich, weil Fußball doch als Teamsport. Und da ist jetzt Eiszeit so ein typisches Beispiel, wie schwer das trotzdem ist in dem Alter von 15, 16 Jahren, sich als Team zu finden, obwohl man schon seit 8 Jahren irgendwo zusammen kickt. Und letztendlich tut man Turniere gewinnen, wenn man als Team auftritt, weil Fußballer sind alle gut, die sind alle besser als ich selber. Aber leider Gottes ist das nicht der Garant dafür, dass man ein Turnier gewinnt. Und das gerade. Also ich war auch noch im Verein, ich habe bei TSB und PSV Sportverein gespielt, 4 Jahre lang, also 2 Jahre bei TSB und 2 Jahre bei PSV. Doch mir hat es nicht so sehr gefallen, da es irgendwann am Ende nur noch um Leistung ging und mir ging es eigentlich nur um den Spaß. Und den habe ich in der Straßenmannschaft sehr gefunden. Also das war, oder alles fing an im November 2011. Da hatte Christus uns gefragt, ob wir nicht beim Fußballturnier mitspielen wollen. Also wir sind ja jetzt nicht nur wir 4, sondern auch noch mehrere Leute, die aber jetzt nicht da sein können, leider. Ja, und dann hat er uns halt gefragt, ob wir mitspielen möchten, dann haben wir ja gesagt. Und dann haben wir uns immer von Turnier zu Turnier immer weiter getroffen und auch immer weiter trainiert. Und nehmen auch immer noch fleißig teil. Und ja, jetzt sind wir auch auf einem guten Wege, ein gutes Team zu werden und Erfolge zu feiern, so langsam aber sicher. Und macht Spaß so insgesamt. Tja, da stand er tatsächlich im Tor. Gar nicht mal so schlecht, aber ich glaube, unser Morten, unser Janek, die spielen und halten dann doch nochmal in einer anderen Liga. Von hier aus dem Studio erstmal viel Erfolg und viel Glück für die kommende Saison für den Verein von Flensburg 08. Die Saison hat zwar schon vor 2 Wochen angefangen, aber besser spät als nie. KickFit, super Sache, super Projekt, kann ich nur unterstützen, finde ich großartig. Jetzt freue ich mich auf meine heutigen Gäste. Sie sind vielleicht nicht ganz so sportlich wie die Jungs von KickFit, aber dafür schreiben sie umso sensationellere Artikel. Hier sind Gerrit und Simon von der Moin Quadrat. Moin. Hallo. Freut mich, dass ihr hier seid. Wir fangen gleich an. Erzählt doch einfach mal, also wir haben hier mehrere Ausgaben von euch liegen. Wie ist denn eure Moin Quadrat entstanden? Ja, ich kann einfach mal sagen zur Entstehungsgeschichte. Ich habe das zusammen mit einem Studienfreund überlegt, dass es in Flensburg eigentlich noch nicht wirklich was gibt, ja. Was es für Studenten gibt. Und man kennt ja die diversen Magazine in der Stadt, aber die haben jetzt inhaltlich nicht so viel studentische Relevanz. Und da haben wir uns gedacht,
mit der Moin Moin Wochenzeitung zusammen. Da war ich als Werkstudent in dem Moment, haben wir gesagt, hier, wir könnten mal was für die Studenten am Campus machen. Und so ist dann die erste Ausgabe entstanden, die hier unten liegt, die noch nicht so schön ist wie die heutigen. Aber so ein bisschen vintage. Das war sozusagen der Grundstein, genau. Ja, sehr schön. Also ihr schreibt, also du schreibst jetzt dann nur für diese Zeitung oder bist du immer noch jetzt bei deiner Zeitung tätig? Also ich bin da immer noch tätig. Ich bin inzwischen mit dem Studium fertig und fest angestellt und arbeite halt im Vertrieb und mache halt nebenher da auch das Projekt mit. Okay, und du bist hauptberuflich Moin Quadrat? Ja, quasi. Redakteur. Also ich studiere halt auch in Flensburg am FH und ist dann jetzt praktisch mein Nebenjob. Okay. Darf man FH nicht sagen? Ich weiß nicht. Wir hatten letztens nämlich noch bei Flensburg TV FH oder Uni. Was wollt ihr? Nee, aber nur so nebenbei. Ah ja, okay. Nein, FH. Ja, sehr FH. Schön. Und was würdet ihr jetzt so sagen, wenn euch jemand fragt, was der größte Unterschied zu anderen Studentenzeitungen oder Magazinen ist? Dass wir nicht die Pressestelle von FH oder Uni sind, sondern halt Artikel schreiben oder die Aufgabe so machen, dass es halt interessante Sachen auch über Flensburg im Nachhinein zu erfahren gibt und dass halt nicht drin steht, ja, studieren ist toll und Campus gibt es Wohnheime und solche Sachen. Das ist halt relativ langweilig, weil das weiß der Student ja normalerweise schon. Und was stellt ihr euch so jetzt für die Zeitung vor? Wollt ihr das noch erweitern? Soll das lokal bleiben? Soll das größer werden? Wollt ihr euch damit mehr noch beschäftigen? Oder was ist so die Aussicht für die Moin Quadrat von eurer Seite? Also, gegenwärtig, denke ich mal, sind wir so weit, dass wir sagen können, dass wir so ein Level gefunden haben, wo wir gut mitarbeiten können, wo wir gut stehen, wo wir dann halt auch eine gute Routine dann auch dann teilweise da drin haben. Mhm. Ob das jetzt expandieren soll? Ich kann noch mal sagen. Also wir haben letztendlich ja das im letzten Jahr angefangen mit der ersten Ausgabe und hatten zu dem Zeitpunkt zwei Ausgaben im Jahr geplant. Mhm. Und wir haben jetzt einfach, weil die Frequenz oder weil das viel zu weit auseinander liegt, gesagt, wir machen vier Ausgaben im Jahr. Das ist also, finde ich, schon eine Steigerung. Ja. Das ist jetzt, wie gesagt, die zweite Ausgabe, die wir dieses Jahr haben. Und die dritte kommt jetzt zum Start der Uni und FH im September und Oktober raus. Und da wollen wir halt dann nochmal wieder noch mehr Leute erreichen mit. Und das ist, was für eine Auflage hat das jetzt hier? Wie viele? Also das variieren wir eigentlich, weil gerade jetzt die Ausgabe, jetzt sind Semesterferien, dann ist es immer ein bisschen schwierig, alle loszuwerden, sag ich mal. Aber wenn wir jetzt im September sozusagen mit, ich weiß nicht, 4.500 Bewerbungen gab es an der FH, also wenn da allein nur 1.000 neue Studenten kommen, dann werden wir auf jeden Fall mehr drucken, damit wir auch mehr an den Mann bringen. Genau. Ja, wir haben ja auch einen ganz großartigen Artikel bekommen von euch hier in der Moin Quadrat. Jetzt habe ich ihn gerade zugeschlagen. Hier, das war natürlich nicht so ganz clever. Ja, such mal wieder. Wir haben eben schon kurz geguckt. Ich hab's gleich. Geduld. Hier. Neues Web TV für Flensburg. Da ist der. Sind Gäste, der Produzent und der Komische, der immer meint, er wäre Moderator. Der mit dem Italia-Shirt da. Genau. Der war früher auch bei Brave TV. Entschuldigung an dieser Stelle. Nein, das ist gar kein Problem. Nein, das ist sehr schön. Also ich habe das gerade eben auch das erste Mal live jetzt gesehen. Es ist wirklich, es ist auch sehr hochwertig. Ne? Also das ist ja jetzt nicht irgendwie so mal gerade da so gemacht irgendwie nebenbei, sondern ja. Also wir hatten da halt auch den Anspruch daran, dass es halt, es soll halt einigermaßen cool auch aussehen. Ja, das tut's. Und das letztendlich ist das dann mein Job dann auch gewesen. Ich habe das halt gesehen, meine Freundin ist halt hier auch als Redakteurin dabei und ich habe dann halt gesehen, was die da gemacht haben und habe dann einmal gesagt, so bitte nicht. Ja. Stopp jetzt, reicht gut. Ich möchte euch jetzt gerne mal etwas helfen. Und dann glaube ich in der zweiten Ausgabe, das ist die hier, habe ich da dann weitestgehend allein als Layout genommen, allerdings noch ein bisschen was aus der ersten rübergenommen. Mhm. Und in der dritten Ausgabe habe ich gesagt, so jetzt stopp, jetzt machen wir wieder ordentlich. Und dann halt mit der Veränderung des Logos, dass wir halt auch einen festen Claim da drin haben, dass wir halt auch feste Zeichen haben und dass dann halt auch das Layout dann weitestgehend einheitlich ist. Ja. Aber halt dabei trotzdem immer noch, da darf auch mal was experimentiert werden. Und ihr seid jetzt auch über Facebook natürlich connected, facebook.de Moin Quadrat und moinquadrat.de gibt es auch. Kann man da die gleichen Artikel online einfach
Oder also man kann die Zeitschrift halt online durchblättern, aber man hat halt auch noch exklusive Online-Artikel, die wir dann irgendwie nur dann da rausbringen. Okay. Da kommt ungefähr einmal in der Woche mal ein neuer Artikel und außerdem haben wir dann noch TD und Buchtipps. Buchtipps? Kinotipps. Kinotipps. Aktuell immer, ja. Ja. Dinge. Ja, klingt das super schön. Letzte Frage von meiner Seite jetzt noch. Was sollte man in Flensburg unbedingt einmal gemacht haben? Einiges. Und wenn es nur das ist, dass man seine alten Schuhe mal auf eine Leine wirft. Ansonsten empfehlenswert ist auch noch auf dem Campus der Weg von dem D-Gebäude der FH zur Mensa, diese Treppe. Die muss man einmal bestiegen haben, das ist wirklich ein Erlebnis. Okay. Also, liebe Zuschauer, einmal die Treppe hochgehen und Schuhe auf eine Leine werfen. Das ist ja fast wie Tilleunspiegel dann, oder ist das... Wie man es nicht. Wie man es Ja, vielen Dank, dass ihr hier wart. Ich finde, das ist ein sehr, sehr, das ist eine sehr, sehr schöne Zeitung, ein schönes Magazin für Studenten. Ich hoffe, dass ihr weiterhin viel Erfolg damit habt. Und ja, danke für den Besuch an dieser Stelle. Jetzt geht es bei uns mit der Rubrik Wie schlau ist weiter. Wir haben Karl mal wieder on Tour geschickt und zwar nach Itzehoe. Und er sollte da mal schauen, wie die Itzehoer Leute so drauf sind, wie es bei denen um die Allgemeinbildung steht. Ja, und wie gut die Leute ihre eigene Stadt kennen. Viel Spaß dabei. Ja, hier erstes Mal jetzt bei Wie schlau ist. Das ist ein ganz einfaches Wettbewerb für ganz viele Städte in Schleswig-Holstein. Nämlich pro Stadt werden 3 Einwohner gefragt. Jeder werden 5 Fragen gestellt. 3 zu ihrer eigenen Stadt und 2 Allgemeinfragen. Also hat jede Stadt die Chance auf 15 Punkte. Heute sind wir in Itzehoe, also heißt es heute, wie schlau ist Itzehoe? Mal schauen. So, wie schlau ist Itzehoe? Jetzt habe ich hier neben mir Sebastian. Gut, dann fangen wir gleich an mit der ersten Frage. So, wie viele Einwohner hat Itzehoe? Keine Ahnung. Schätzen? 70.000. Das wär, ja, ich glaube, das wäre ungefähr das Doppelte, aber es war ein Versuch wert, ne? 28.000. 28.000? Muss ich selber nachgucken. Ah ja, wir haben sogar 5.000 gelten lassen um den Kreis herum. Leider sind es 32.400. 30.000 so? 30.000. Eine Zahl hätte ich gerne. 20 oder 30.000? 25 dann. 25. Wäre knapp gewesen. Die richtige Zahl wäre gewesen 32.405. Wie heißt denn der aktuelle Bürgermeister von Itzehoe? Nee, keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein Problem. Ab zur dritten. Zu welcher Partei gehört er denn? Warst du wählen? CDU? Man kann das C und das D und das U wegnehmen und dann SPD reinmachen, dann wird es stimmen. Aber okay, gut. Wie heißt der aktuelle Bürgermeister jetzt von Itzehoe? Oh, das weiß ich nicht. Das weißt du nicht? Muss selber mal gucken. Andreas Köppen. Irgendwas von dir schon mal gehört? Ja, habe ich schon. Ja, das ist auch klasse. Dann, zu welcher Partei gehört er denn? Zur CDU. Da hat mir schon jemand anders gesagt. Wie heißt der aktuelle Bürgermeister von Itzehoe? Keine Ahnung. Keine Ahnung? Gar keine Ahnung. Habt ihr irgendwann mal Andreas Köppen vorher gehört? Nee, gar nicht. Auch wisst ihr auch nicht von welcher Partei? Das wäre nämlich die dritte Frage. Nee. SPD. Klasse, super. Ein Punkt, klasse. Das hat bis jetzt noch keiner hinbekommen. Dann kommen wir zu allgemeinen Fragen. Erste allgemeine Frage. Wenn man 1 von 2 Löchern mit Reifen flickt, dann wird er A. Sänger, B. Maler, C. Bildhauer oder D. Dichter? Nochmal die Frage. Nochmal die Antwort. Sänger, Maler, Bildhauer oder Dichter? Ein Reifen. Flicken. Was wird er? Sänger, Maler, Bildhauer oder Dichter? Dichter. Dankeschön. Erste Frage. Erster Punkt. Richtig. Ja. Klasse. Maler, Bildhauer oder Dichter? Dichter. Super. Dankeschön. Dichter. Ja, perfekt, klasse. So eine Antwort wollte ich sofort hören. Zur letzten Frage. Achtung, Fangfrage. Was ist eine Blondine, die joggt? Wow. Schon mal gehört? Nee. Keine Ahnung von. Ich hoffe, das passiert dir gleich nicht, wenn du weiterläufst. Dumm gelaufen. Oh, schlecht. Aber ist eine Fangfrage, pass auf. Was ist eine Blondine, die joggt? Eine Blondine, die joggt. Sportlich? Ich würde sagen... Die Fragen an die sind dumm gelaufen. Jetzt haben wir noch eine Fun-Frage, die letzte, die fünfte. Was ist eine Blondine, die joggt? Dumm gelaufen. Klasse, perfekt. Ach so. Ja, klasse. So,
Du, das waren 1, 2, 3 Punkte. Klasse. Bester von Itzehoe. Glückwunsch. Dann viel Spaß noch, ne? Tschüss. Das war Wie schlau ist Itzehoe? Von 15 möglichen Punkten 5 Punkte. Die schlauesten, überraschenderweise für mich, finde ich, waren die jüngsten. Hätte ich nicht gedacht, ist aber so. Und jetzt schauen wir mal, wie schlau die anderen Städte sind. Ich würde sagen, dass es ein bisschen steigerungsfähig wäre. Ja? Wir bleiben natürlich weiterhin dran und setzen unsere Reise durch Schleswig-Holstein fort, bis wir in eurer Stadt sind. Also bereitet euch vor. Vernünftig. Rund 450 verrückte Menschen treffen sich am 10. August an der dänischen Küste in Sonderhav, um einmal quer über die Förde nach Glücksburg zu schwimmen. Zu schwimmen. Das sind stolze 3 Kilometer und ich frage mich ernsthaft, warum man das freiwillig machen sollte. Die Startplätze waren aber so begehrt, dass selbst über eBay Startplätze verkauft wurden. Und ja, wir wollten einfach wissen, was Leute dazu treibt, solche Dinge zu tun. Und ja, hier ist der Beitrag für euch. Am 10. August fand unter windigen und schwierigen Bedingungen das 13. Glücksburger Förde-Crossing statt. Ja, das 15. Förde-Crossing. Das erste Mal dabei? Nee, das zweite Mal. Und wie lief's diesmal? War gut. Sind ja perfekte Bedingungen hier draußen. Ist gut gewesen dieses Mal. 55 Minuten, ein bisschen schneller wäre schön gewesen. Aber nächstes Jahr. Ja, genau. Beschweren kann ich mich nicht. Und wie ist das organisatorisch alles abgelaufen? Wie sieht das auf der anderen Förde-Seite aus? Wir starten alle drüben von der Sandbank. Das ist am Anfang immer kleine Keilerei, ein bisschen mit Ellenbogen. Aber da muss man durch. Also ist bei solchen Events normalerweise immer Massenstart. Ja, gibt es am Anfang Keilerei und dann nach den Inseln zieht sich ein Stück auseinander und ab da kann man es dann ein bisschen entspannter angehen. Also ich war nicht das erste Mal dabei und es war schwieriger, als es von außen aussieht. Also es sieht echt aus wie Ententeich, war es aber nicht. Also es war schon mit Strömung. Strömung und ich meine, Wetterbedingungen sind ja dieses Jahr exzellent, oder sehe ich das falsch? Ja, es sieht von außen so aus, aber hinten, kurz hinter den Ochseninseln, ist es doch ganz schön wellig und windig und man muss doch ganz schön gegen anarbeiten. Und von der Zeit her, die eigenen Ansprüche erfüllt oder muss da noch bis nächstes Jahr ein bisschen was passieren? Da muss noch eine Berge passieren. Nächstes Jahr trainieren wir dafür. Okay. Das ist Bert Ulrichsen aus Hammersleben von der TLAG. Herzlichen Glückwunsch. Ja, herzlichen Glückwunsch an den Gewinner und ich würde sagen, eine kleine Vorwarnung an alle Teams. Wir vom Flenstown TV Team, wir werden jetzt mal ein bisschen trainieren und nächstes Jahr machen wir mit. Das heißt, Diara, Morten, Björn und Matti, fangt schon mal an zu trainieren. Ich will den Pokal hier haben. Dieses Jahr war legendär. Nächstes Jahr wird's noch legendärer. Das Walzbühl Open Air verlängert wieder auf 2 Tage. Jetzt schon Tickets sichern für 2014 und für Lordi. Alle Infos unter www.walzbühl-openair.de. Das war's mit Flenstown TV für heute. Wir melden uns im September bei euch wieder mit einer neuen Ausgabe. Wir haben dann natürlich wieder tolle Gäste für euch. Ich werde jetzt meine Badehose einpacken und für Förde Crossing trainieren. Also macht's gut und einen schönen Tag. Bis dann. Das war's. Bis zum nächsten Mal mit Flenstown TV und B3, die Praxis.